Er ist einfach auf mich los. Ich hatte Angst und der ist einfach auf mich los. Und ich hab mich einfach um mich geschlagen. Ein Reflex, oder? Der muss gedacht haben, seine Kumpels wären dabei, weil der Typ war nicht groß. Und nie im Leben, so einer geht niemals alleine auf mich los. Der muss gedacht haben, das ist eine Seitenstraße. Und der geht einfach auf mich los und will irgendwas mich verprügeln oder ausrauben oder was weiß ich denn. Naja, ich hab jedenfalls Schiss, weil es ist dunkel und die Seitenstraße. Und der geht einfach auf mich los wie so eine scheiß Dampflok, weißt du? Ich habe mich einfach umgedreht und geschlagen und um mich geschlagen und ihn erwischt und er geht zu Boden. Und ich habe einfach weiter auf ihn eingeschlagen. Ich habe geheult. Ich habe geheult, aber weiter geprügelt und gedroschen. Er liegt am Boden still, macht keinen Ton und ich weiß nicht warum. Und ich schlage und schlage. Ich tiere Schisse. Vielleicht habe ich auch nachher mit dem Messer, weil ich hatte so ein Messer da. Ian, der hat mir so kleine Wurfmesser gezeigt. So winzige, kleine, schwere, dicke Messer zum Werfen. Die klingen nur so ein paar Zentimeter lang, aber die sind wirklich scharf. So, und da zeigt man auch anderen Kram, was weiß ich. Und ich wusste gar nicht mehr, dass ich es noch bei mir habe, bis ich das Blut gesehen habe, weil ich ihn damit geschnitten habe. Den Typ. Ich war so wütend, ich so. Was geht's auf mich los, du Scheißwichser? Als ich aufhöre, überall Blut. Nur Blut. Und er ist bewusstlos. Also deshalb hat er nichts gesagt, er war sofort bewusstlos und ich habe einfach immer weiter. Ich habe ihn im Arm gehalten auch.